Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Detlef Rüsing und ich komme aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Heute gibt es wieder einen neuen Lichtblick von uns. Lichtblicke, das ist die Serie, die wir machen, in denen wir in Kürze versuchen, Ihnen neueste Studienergebnisse oder neueste Konzepte zu präsentieren, von denen wir glauben, dass sie das Potenzial haben, die Versorgung gerontopsychiatrischer erkrankter Menschen zu verbessern. Diesmal geht es um das Thema Schwerhörigkeit oder Hörverlust und Demenz. Oder erstmal in einem ersten Schritt Schwerhörigkeit und kognitive Einschränkungen. Und das zweite wäre dann, wenn es tatsächlich durch Schwerhörigkeit zu kognitiven Einschränkungen kommt, kann es womöglich durch Schwerhörigkeit auch zu einer Demenz kommen. Dem haben sich mehrere französische Wissenschaftlerinnen gewidmet. Diese Studie, von der ich jetzt berichten möchte, ist ein Review, das heißt etwas, wo sich Wissenschaftler zusammensetzen, sich die aktuelle und die ältere Literatur anschauen und sozusagen schauen nach dem Stand der Künste diesbezüglich. Und die Frage, die sich gestellt haben am Ende, war die, nämlich verbessern Maßnahmen gegen Schwerhörigkeit oder gegen Hörschädigungen, verbessern die den kognitiven Outcome? Also, wenn ich etwas tue gegen Schwerhörigkeit, zum Beispiel Hörhilfen mir nehme, ist dann auch sozusagen der Abbau kognitiver Fähigkeiten, wird er vielleicht dadurch verlangsamt oder gar gestoppt oder was auch immer. Darum geht es im heutigen Lichtblick und ich glaube, das ist ziemlich spannend. Ja, was haben die in dieser Studie gemacht? Im Grunde haben sie sich einmal die Ausgangslagen angeguckt, also wie ist die Epidemiologie, wie viele Leute haben überhaupt eine Hörstörung? Dann haben sie sich angeschaut, gibt es, und die gibt es tatsächlich, gibt es Erklärungsversuche, die einen Zusammenhang zwischen Schwerhörigkeit und kognitivem Abbau, womöglich begründet durch Schwerhörigkeit, versuchen aufzuschlüsseln und aufzuzeigen. Das möchte ich Ihnen auch gleich zeigen. Dann zitieren Sie halt einige Studien, die das belegen, diese Hypothesen oder die einzelne dieser Hypothesen belegen und zum Schluss ziehen Sie daraus Schlüsse und machen Schlussfolgerungen, die, finde ich, zu einem gewissen Grad sehr ermutigend sind. Das möchte ich jetzt machen. Kommen wir zur Ausgangslage. Also Hörbeeinträchtigungen oder Hörschädigungen gehören zu den am dritthäufigsten berichteten altersassoziierten Erkrankungen. Ja? Ungefähr ein Drittel der über 65-Jährigen leidet nach eigenem Bekunden an Hörstörungen, Hörverschlechterungen. Spannenderweise, obwohl ein Drittel der über 65-Jährigen darunter leidet, sind ungefähr zwei Drittel dieser Menschen, die darunter leiden, nutzen keine Hörhilfen. Ja? Das heißt, die wissen zwar und spüren auch, dass sie das beeinträchtigt, aber sie nutzen trotzdem keine Hörhilfen aus verschiedensten Gründen. Es gibt eine Menge Studien, die Zusammenhänge belegen zwischen Hörschädigungen, Hörverschlechterungen und depressiven Verstimmungen bis hin zu Depressionen, zu der Idee des selbstempfundenen Alters. Also dadurch, dass man schlechter hört, fühlt man sich einfach auch subjektiv älter. Verbindungen zwischen Schwerhörigkeit und sozialer Isolation aus Mangel der Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben oder teilzunehmen, bis hin Studien, die belegen einen Zusammenhang oder die versuchen zu belegen einen Zusammenhang zwischen Schwerhörigkeit und Verringerung der Lebensqualität. Darum geht es. Die Studie hat sich im Grunde zweier Fragen. Einmal, wie ist der Zusammenhang zwischen Hörverschlechterung, Schwerhörigkeit und der Abnahme kognitiver Fähigkeiten? Gibt es einen Zusammenhang dazwischen? Und das Zweite, was Sie sich gefragt haben, helfen Maßnahmen gegen Hörschädigungen, Hörverschlechterungen? Tatsächlich helfen die dabei, dass man einen besseren kognitiven Output hat? Welche Hypothesen gibt es zum Zusammenhang zwischen Hörschädigung, Schwerhörigkeit und kognitivem Abbau? Zunächst einmal müssen wir eines vorwegschicken. Es gibt auch Menschen, die schwerhörig sind und laut Testergebnissen einen kognitiven Abbau haben, aber den nur deswegen haben, weil sie eine Hörschädigung haben. Also wenn dort im Mini-Mental beispielsweise Fragen gestellt werden, dass sie die Fragen gar nicht richtig verstehen oder dass sie die Worte, an die sie sich später erinnern sollen, überhaupt nicht wirklich verstehen und aufgrund dessen schlecht bei den Tests abschneiden, in Wirklichkeit aber gar keine kognitiven Einschränkungen haben.
haben. Darüber gibt es auch Studien, die das belegen. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Da liegt es eher an der Güte oder der nicht vorhandenen Güte der Testenden. Also wir gehen jetzt mal davon aus, gibt es auch Hypothesen, dass es einen Zusammenhang zwischen der Schwerhörigkeit und der Verschlechterung kognitiver Fähigkeiten gibt. Und da gibt es mehrere Hypothesen. Zum einen gibt es die Deprivationshypothese, unter die zwei Dinge fallen. Zum einen die, dass die Schwerhörigkeit tatsächlich zu einer Hirnschädigung führt und damit vielleicht sogar zu einer Demenz. Da gibt es auch Studien zu, die also festgestellt haben, dass Schwerhörige ein schnelleres Voranschreiten von Hirnatrophie haben, der Gesamthirnatrophie und insbesondere im rechten Frontallappen. Dann gibt es eine weitere Hypothese, eben die eigentliche soziale Deprivation. Und zwar hat man natürlich festgestellt, dass die Schwerhörigkeit zur Abnahme von physischer Aktivität, zu schlechterer Stimmung oder depressiverer Stimmung, zu weniger Teilhabe und so weiter führt. Und da wiederum gibt es eine Menge Studien, die dazu belegen, dass eben halt mangelnde Teilhabe, wenig physische Aktivität, all das zu einer Hirnschädigung führen kann, die letztlich sich auch in kognitiven Störungen äußern kann oder kognitiven Verschlechterungen äußern kann. Dazu gibt es aber noch nicht genügend Forschung. Dann gibt es die sogenannte Cognitive Load-Hypothese, das heißt die kognitive Überlast. Man muss sich vorstellen, um normal beispielsweise zu hören, wenn sie schwerhörig sind, müssen viel mehr Teile des Gehirns stark in Anspruch genommen werden. Und dadurch, dass die stark in Anspruch genommen werden, werden sie zum Teil überlastet oder diese Regionen können sich nicht um andere Dinge sozusagen kümmern während dieser Zeit. Und das wiederum führt dazu, tatsächlich, dass die Leute schlechtere kognitive Ergebnisse haben und tatsächlich kognitive abnehmen, also eine Art von Überlastung. Und zum Schluss die Common Cause Hypothese, die ist insofern ganz spannend, die sagen, ja, es gibt Schwerhörigkeit, ja, es gibt auch Menschen, die schwerhörig sind und kognitiv starke Einschränkungen oder die immer stärker abnehmen. Das sind aber beides nur Symptome von einem Vorgang, der unter den beiden liegt. Das sind nur Symptome von etwas, die nicht direkt aufeinander wirken, sondern es gibt einen Vorgang im Gehirn bei der Hirnalterung, einfach dadurch, dass wir altern. Und dieser Hirnvorgang führt zum einen unter Umständen zu Schwerhörigkeit und zum anderen dazu, dass es zu einer Abnahme der kognitiven Fähigkeiten kommt. Die beiden haben aber aufeinander wenig Einfluss. Wahrscheinlich ist es, wie so häufig, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte oder zwischen all diesen Hypothesen liegt, dass sie alle miteinander zu tun haben. Das aber im Grunde erstmal die vier großen Hypothesen zum Zusammenhang von Schwerhörigkeit und kognitivem Abbau. Also, die Forschenden haben sich also jetzt Studien angeschaut, die möglicherweise einen Zusammenhang belegen zwischen vor allen Dingen jetzt Maßnahmen gegen Schwerhörigkeit und kognitiven Abbau. Und dort muss natürlich vorweg gesagt werden, dass es relativ wenige Studien waren, die sich speziell um dieses Thema gekümmert haben. Und das waren meistens auch nur Teilstudien von größeren Studien. Aber in allen drei hier genannten sehr großen Studien, nämlich einer Langzeitstudie von 2015, der ELSA-Studie und der PAKIT-Studie, ich verlinke das auch nochmal unter diesem Text, wurden zwei Dinge im Grunde festgestellt. Nämlich zum einen, dass Menschen mit Schwerhörigkeit ohne Hörhilfe einen rasanteren Abstieg oder Abbau kognitiver Fähigkeit haben im Vergleich zu Menschen, die nicht schwerhörig waren und keine Hörhilfen deswegen brauchten. Dann gibt es einen großen Unterschied zwischen Menschen, die Schwerhörigkeit haben und Hörhilfen nehmen im Vergleich zu Leuten, die keine nehmen oder keine brauchten. Dort haben sie einen entsprechend stärkeren Abbau. Und zum Schluss wurde auch in allen drei Studien im Grunde festgestellt, dass die Menschen, die schwerhörig sind und Hörhilfen benutzen, auch im Laufe der Jahre einen genauso geringen oder genauso großen circa Abbau kognitiver Fähigkeiten haben, wie die Menschen, die überhaupt nicht schwerhörig waren. Also in diesem Sinne scheint es offenbar sehr sinnvoll zu sein, wobei man hier eben sagen muss, es sind nur Unterstudien, großer Studien, zum Teil auch noch nicht alles publiziert, aber trotzdem gibt es ziemlich klare Hinweise darauf, dass es offenbar diesen Zusammenhang gibt
und dass es offenbar Maßnahmen, nämlich Hörhilfen gibt, die tatsächlich Menschen, wenn man schwerhörig ist und Hörhilfen nutzt, dass einem das sozusagen dabei hilft, dass man kognitiv nicht so schnell abbaut. Inwieweit das dann, dieser kognitive Abbau oder die Verzögerung des kognitiven Abbaus tatsächlich zu einer Verhinderung von Demenz führt, an der Stelle müsste noch sehr viel geforscht werden. Was sind also die Schlussfolgerungen? Also zum einen stellen die fest, es gibt offenbar ein wachsendes Interesse an diesem Zusammenhang. Es gibt immer mehr Studien, die sich darum kümmern, noch zu wenig, aber es werden immer mehr. Wenn es stimmt, dass es diesen Zusammenhang gibt und die Ergebnisse deuten zumindest darauf hin, dann gehen die davon aus, dass im Sinne der Prävention von Demenz ca. 35% oder 9% sagen sie, der Menschen mit Demenz könnte das womöglich vermieden werden durch Hörhilfen. Und 35% der Demenzfälle könnten vermieden werden, indem man die Risikofaktoren, die da sind, Bildung, Bluthochdruck, Adipositas, Rauchen, Depression, physische Inaktivität, Diabetes, soziale Isolation und eben Schwerhörigkeit. Diese Risikofaktoren, sagen sie, sind in einer Gemengelage verantwortlich für ca. 35% der Entstehung der Demenzerkrankungen. Es gibt noch einen Teil in diesem Review, da geht es um bestimmte Implantate. Auch da braucht es noch viel mehr Forschung, aber auch diese Forschung, die es dort gibt, weisen darauf hin, dass das sehr sinnvoll ist. Also es gibt noch keinen abschließenden Forschungsbeweis, das ist klar. Nichtsdestotrotz gibt es offenbar einen Zusammenhang, so sieht es derzeit zumindest aus, zwischen Schwerhörigkeit und der Geschwindigkeit des kognitiven Abbaus, so man denn nicht Hörhilfen nutzt. Was ich nochmal spannend fand in diesem Zusammenhang, ist natürlich, dass es ziemlich eindeutig ist, dass die soziale Isolation dauerhaft zu Hirnschädigungen führt. Und wenn wir uns das natürlich jetzt im Moment auch fragen, in Zeiten von Quarantäne, in Zeiten überhaupt, in denen wir keine Zeit haben, uns um die Menschen zu kümmern, gerade um Demenzerkrankte, sehen wir dort nochmal eine ganz besondere Aufgabe und wir sehen natürlich, wie notwendig eine personenzentrierte Zugangsweise ist. Also, der Lichtblick ist, wenn ich schwerhörig bin und ich tue etwas dagegen, was in vielerlei Hinsicht erstmal sinnvoll ist für mich, hat das vermutlich auch noch Einfluss auf die Geschwindigkeit sozusagen meines kognitiven Abbaus im Rahmen meiner Alterung. Das ist doch schon mal ein Lichtblick für uns alle, erstmal eine Aufforderung, uns dem entgegenzusetzen und auch dafür zu sorgen, dass beispielsweise Menschen mit Demenz weiterhin Hörhilfen bekommen. Und man nicht sagt sozusagen, die Demenz, wenn die einmal da ist, dann brauchen die, dann können wir da sowieso nicht mehr messen und wir können das alles nicht mehr tun, wir können denen nicht mehr entsprechend helfen. Das stimmt natürlich nicht. In diesem Sinne, bis bald, ihr Detlef Rüsing, ihr Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück.